Um diesen Pokal ging's. Und es war schon beeindruckend, am 28. September über 200 Motocross-Maschinen auf dem Hettstedter Markt zu sehen. Sie alle gehörten den Teilnehmern der 33. Motorradgeländefahrt durch das Mansfelder Land. Organisiert vom MC Geländesport Mansfeld-Südharz e.V., mit dessen Vorsitzenden Mike Scheffler wir kurz sprachen. Heute ist die 33. Motorrad-Geländefahrt hier in Hettstedt, um Hettstedt. Und wir haben 212 Fahrer aus ganz Deutschland, zwei noch aus der Schweiz. Das ist eigentlich eine gute Starterzahl hier, die wir hier haben. Obwohl in Frankreich WM-Lauf ist, sind wir ganz gut dran hier mit den Fahrern. Er sprach auch über die Anfänge und die Entwicklung der Motorrad-Geländefahrt. Ja, es war vor der Wende schon. Wir haben dann ab der 26. eingefädelt. Das ist jetzt für uns dann die 7. Veranstaltung unter dem Namen MC Geländesport. Und ich sage mal, es läuft. Ja, wir hoffen, dass es noch weitergeht, dass es keine Probleme gibt mit den Ämtern und so. Und hoffen, dass die immer auf unserer Seite sind. Alles wartete gespannt auf den Start, der pünktlich um 9 Uhr erfolgen sollte. Kurz zuvor ergriff der Hettstedter Bürgermeister Dirk Fuhlert das Wort und er versuchte sich in Motorradsprache. Ich hoffe, Ihre Maschinen zeigen heute wenig Charakter. Gleich werden Sie aufzünden und dann mächtig aufschütten, jede Menge Asphalt und Feldweg abspulen, hoffentlich nicht den Abflug machen und wenn, dann locker absteigen. Ich hoffe auch, keiner wird ballern, denn das könnte zu einer Erdung führen, die dann hoffentlich der Krachhut abfängt. Also soweit aus diesem richtigen Wörterbuch einige Vokabeln. Bevor jetzt alle vollkommen verständnislos gucken, kehre ich einfach wieder zum Standarddeutsch zurück. Ich danke den Organisatoren des MC Geländesport Mansfeld Südharz, allen voran, ich habe ihn schon erwähnt, den Mike Scheffler, die, wie ich gehört habe, bis zur letzten Minute organisieren mussten und Schwierigkeiten beseitigen mussten. Herzlich für Ihr Engagement und den Teilnehmern wünsche ich eine unfall- und pannenfreie Fahrt, vielleicht sogar mit auf Siegerprotest. Der Pokal wartet jedenfalls. In diesem Sinne ganz viel Spaß und nochmals herzlich willkommen. Damit waren alle offiziellen Startvorbereitungen erledigt. Das Wort erhielt Moderator und Starter Willi Horker. Der stimmte auch den Countdown an, mit dem die 212 Starter in kleinen Gruppen sich auf die Reise begaben. Ich zähle 5, 4, 3, 2, 1, Start! Drei, zwei, eins, Start! Insgesamt waren es ja drei Runden von jeweils etwa 60 Kilometern, die zu absolvieren waren. Pro Runde gab es außerdem zwei Sonderprüfungen. Da ließen es viele in der Anfangsphase in der Stadt Hettstedt noch etwas langsamer angehen. Das Starterfeld gliederte sich in jede Menge Motor- und Altersklassen. So die Klasse E1, E2, E3, die Senioren ab 40, Senioren ab 50, die Damen, die Experten mit A- und B-Lizenz, sowie die Klassikstarter mit Maschinen bis Baujahr 1990. Die Geländefahrt fand als lizenzfreie Breitensportveranstaltung einen regen Zuschauerzuspruch. Und auch für den sogenannten guten Zweck wurde etwas getan, denn der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes, der Menschen am Ende ihres Lebens einen letzten Wunsch erfüllt, war in Hettstedt vor Ort und die Spendenkasse des Wagens wurde eifrig gefüllt. Eine Siegerehrung im Festzelt
in Maisdorf sowie eine Aftershow-Party bildeten den Abschluss der 33. Motorradgeländefahrt durch das Mansfelder Land. Hier noch ein paar Sekunden Originalgeräuschkulisse.